Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeigen wir euch in unter 3 Minuten, wie ihr die mit Level 68 annehmbare Karazhan Prequest ganz einfach abschließen könnt. Als kleinen Bonus erklären wir euch noch, wie ihr den optionalen Boss namens Nightbane beschwören könnt. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns doch gerne direkt einen Daumen nach oben da. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Mit Level 68 erhaltet ihr optional im unteren Viertel in Shadrath eine Quest von Lehrling Tasserell, welche euch zu Erzmagier Alterus nach Karazhan im Gebirgspass der Totenwinde schickt. Diese könnt ihr aber beruhigt auslassen, da ihr die Quests dort direkt annehmen könnt. Dort angekommen, erledigt ihr die Quest Arkane Störung und Rastlose Aktivität, in welcher ihr im Keller von Karazhan zwei Brunnen aufsuchen und die Essenzen der Geister aufsammeln müsst. Beide Keller befinden sich in direkter Umgebung, haltet also nach einem kleinen See, als auch nach einem Brunnenausschau. Klatscht alle Mobs für die Quest und benutzt an beiden Orten den Kristall für die andere. Das abgeschlossen, schickt euch Alterus mit der Quest Dalaran Kontaktperson zu Erzmagier Cedric nach Dalaran. Ab nach Dalaran, Quest abgeben und neuen annehmen und direkt nach Shadrath zu Khadga. Von Khadga bekommt ihr die Quest für das erste Schlüsselfragment. Einmal das Schattenlabyrinth im Auchindo anklären, hinter Murmu die Urne anklicken, Geist töten, Fragment looten und zurück zu Khadga. Bei diesem direkt die Quest abgeben und die Folgequest für Fragment 2 und 3 annehmen. Fragment 2 findet ihr in der Dampfkammer im Echsenkessel hinter dem ersten Boss im Wasser. Auch hier Urne anklicken, Geist töten und Fragment looten. Das dritte Fragment befindet sich in der Arkatras in der Festung der Stürme. Um Zugang zu erlangen, müsst ihr hier erst die Mechena und die Botanika geklärt haben. Oder ihr fragt einen Freund, welcher den Schlüssel schon hat. Im Raum mit dem Leerwandler, kurz nach dem ersten Boss, befindet sich das dritte Fragment. Selbe Spiel wie vorher, Urne anklicken, Geist töten, Fragment looten und zurück zu Khadga. Der Schlüssel ist nun komplett, aber noch nicht aktiviert. Es fehlt noch die Berührung des Meisters mit dem gleichnamigen Quest. Hierzu schickt euch Khadga in die Höhlen der Zeit nach Tanaris, genauer gesagt in den schwarzen Morast zu Medivh höchstpersönlich. Solltet ihr noch keinen Zugang haben, müsst ihr fix einmal durch die Höhlen der Zeit 1 und Thrall retten. Im schwarzen Morast müsst ihr nun Medivh beschützen und so gesehen einmal die komplette Instanz mit all ihren Wellen spielen. Im Anschluss gebt ihr die Quest bei Medivh ab und nimmt die Folgequest an. Ein letztes Mal zu Khadga und euer Schlüssel zu Karazhan ist fertig. Bis auf einen optionalen könnt ihr nun alle Bosse in Karazhan besiegen. Um Nightbane, den Schrecken der Nacht, beschwören zu können, müsst ihr wohlwollend beim violetten Auge sein. Sobald ihr alle Quests von Alturus erledigt habt, könnt ihr euren Ruf nur noch in Karazhan steigern. Anschließend könnt ihr die Quest zum Beschwören von Nightbane annehmen. Auch diese Quest erhaltet ihr von Erzmagier Alterus vor Karazhan. Dieser schickt euch nun zu Revian, welchen ihr im Raum hinter dem Kurator findet. Da dieser nicht mehr ganz bei Verstand ist, schickt er euch auch direkt weiter zu Gradav. Auch Gradav hat einiges abbekommen, weshalb auch er euch direkt weiter zu Kamsis im selben Raum schickt. Kamsis, der Einzige, der noch einigermaßen bei Verstand ist, schickt euch nun weiter zum Schatten von Aran. Besiegt diesen und kehrt zurück zu Kamsis. Danach schickt er euch zur Terrasse des Meisters. Auf dieser werdet ihr später auch gegen Nightbane kämpfen. Dort angekommen, klickt ihr auf das Buch und schaut euch ein kleines Event an. Auch das erledigt, geht es zurück zu Erzmagier Alterus, welcher nun ein Knochenfragment des Drachen möchte. Um es aufheben zu können, dürft ihr nicht in einer Schlachtgruppe sein. Nach 7 Minuten erscheint es erneut. Das erledigt, schickt euch Alterus zu Kalina Lathred in der Area 52 im Netherstorm. Kailin gehört zu den Kirin Tor. Und für sie müsst ihr nun den Dämmerfolianten aus den zerschmetterten Hallen Heroic im Höllenfeuerbollwerk und das Buch der vergessenen Namen aus den Sethek-Hallen Heroic im Auchindo anholen. Beide Folianten können von allen Bossen gedroppt werden. Habt ihr das erledigt, gibt euch Kaelin einen Zauberspruch mit auf dem Weg, mit welchem ihr Nightbane beschwören könnt. Also ab zurück nach Karazhan, zur Terrasse des Meisters und über einen Klick auf die dortige Urne den Drachen beschwören. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch super gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in Karazhan und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.